Hallo, herzlich willkommen, lieber Wassermann, zu deinem Liebesvideo. Die Überraschung, die Karten fliegen schon heraus. Und zwar schauen wir uns hier an, welche Überraschung du nicht kommen siehst. Was kommt auf dich zu in der Liebe? Ja, und zwar Nachwuchs? Gut möglich, dass du Familienzuwachs bekommst. Das kann jetzt eine Schwangerschaft bedeuten, wie aber auch, dass sich deine Familie vergrößert. Eventuell zieht jemand zu dir, um deine Familie zu vergrößern, beziehungsweise die geistige Welt sagt, es gibt eine Bewusstseinserweiterung. Moment. Es kann gut möglich sein, dass eine bestimmte Person, die eventuell schon Kinder hat, dir eine Bewusstseinserweiterung beschert. Das kann dein Partner, deine Partnerin sein, wer auch immer. Es geht definitiv um den tiefen Wahrheitsgehalt der Familie. Vielleicht kommst du auch einem Geheimnis auf die Spur, einem Familiengeheimnis, was dich, deinen Partner oder irgendjemanden, den du liebst, betrifft. Durch die Wahrheit, die du erfährst, eine glasklare Wahrheit, sagt die geistige Welt, gibt es diese Bewusstseinserweiterung. Und zwar auch im spirituellen Sinne, wie aber auch im alltäglichen. Das hört sich sehr spannend an. Schauen wir einmal genauer. Denn es geht darum, dass auch du dadurch dann anschaust, bei dir selbst, auf dein Leben schaust, Moment, was du bis jetzt erreicht hast in der Liebe, wo deine Basis ist, wo das Fundament ist. Was ist das Fundament? Hast du ein Fundament? Also, von einer tiefen Wahrheit, die über die Liebe zu dir kommt, hast du die Chance auf Wachstum. Ob das jetzt eine Schwangerschaft ist, ein persönliches Wachstum, finde es selbst heraus. Die Überraschung kommt ganz plötzlich. Eventuell durch jemand Jüngeres, vielleicht ist auch dein Partner jünger oder du lernst jemand Jüngeres kennen, eventuell ein Erdzeichen, lieber Wassermann. Und es eröffnet sich dir somit eine ganz neue Welt. Es ist die Fügung des Schicksals. Transformation, die Segel werden gesetzt, das Rad des Glücks. Mein lieber Wassermann, es geht richtig los. Und zwar ganz unverhofft werden die Segel in eine andere Richtung gesetzt. Du bist auf dieser deiner Reise nicht alleine. Es wird viel geflirtet, höre ich auch noch. Und es ist, Jesus, ein Segen, denn das, ja, komplett, es ist ein Neuanfang, eine Transformation. Brauchen wir gar nicht lange drüber zu diskutieren, lieber Wassermann. Du erkennst in der Liebe, durch die Liebe, da eine deiner glasklaren, tiefen Wahrheiten. Du möchtest daraufhin einen Neuanfang. Es ist sehr unbeschwert und leicht. Eventuell kommt auch eine Person auf dich zu, die sich bei dir entschuldigen möchte, sagt die geistige Welt. Und dadurch erfährst du eine Wahrheit. Und ja, in dieser Liebe gibt es einen Neuanfang. Das Geben und Nehmen, die Kommunikation wird ab da anders sein, ausgeglichen sein. Du möchtest auf deine Kosten kommen, koste es, was es wolle. Du lässt dich nicht abbringen von deinen Idealen, deinen Zielen, was du erreichen möchtest.
Du bist bereit, Altes aufzugeben, lieber Wassermann, für diesen Neuanfang. Es kamen hier noch sehr viele Karten raus. Schauen wir uns hier mal an. Es kann sein, dass dadurch wieder, es kommt die Bewusstseinserweiterung, dein Bewusstsein so erweitert wird auf das, was ist, dass du plötzlich wahrnimmst, wer dein Gegenüber ist. Deinen Seelenpartner erkennen als das, was er ist, ihn anzunehmen, wie er ist. Und die Rollen können sich auch vertauschen. Das bedeutet, nehme es bitte so, wie es für dich passt. Der Stärkere war, der Stabilere, der die Schulter zum Anlehnen war, kann sein, dass dieser dann der Schwächere wird. Und es ist an der Zeit, sagt die geistige Welt, dass auch diese Person, also der Partner oder du, sich anlehnen darf in einem Moment der Schwäche. Es ist jedenfalls alles sehr, sehr zukunftsorientiert. Es kann, nicht kann, wird zu absoluter emotioneller Stabilität führen, lieber Wassermann. Wenn du in einem inneren Konflikt bist, weil du dir sagst, aber ich dachte mir, und es hätte so und so sein sollen, das hätte ich nicht erwartet. Ja, das ist ja auch die Überraschung. Es ist Glück und Zufriedenheit auf einem etwas unerwarteten Wege. Der innere Konflikt wird bei dir sein. Wie stabil ist meine Liebe? Eventuell wird ein Ehevertrag nochmal neu ausgerichtet, gelöst. Zu deinen Gunsten umgearbeitet. Eine Ehe oder bevor man eine Ehe auch eingeht, kann noch einmal unter die Lupe genommen werden. Diese Bewusstseinserweiterung, sie sagen, sehe in die Details, schau dir die Details an. Diese Bewusstseinserweiterung, lieber Wassermann, die stattfindet, macht aus dir einen emotional unabhängigen Menschen. Du siehst die Liebe mit anderen Augen. Und zwar mit wahrhaftigen und bedingungslosen Augen. Es geht darum, die Lebensfreude, die dir die Liebe gibt, zu teilen. Mit wem wirst du sie teilen? Schauen wir uns einmal an, lieber Wassermann, ob die geistige Welt uns Charaktereigenschaften dieser Person, die da auf dich zukommt, nennen kann oder wie es generell weitergeht. In der Zwischenzeit abonniere, drück auf die Glocke, auf dass du keines meiner Videos verpasst. Lass ein Like da, kommentiere, wenn du Lust hast und für persönliches www.sternenmedium.de. Dort findest du alle Informationen, die du brauchst. Es kann durchaus sein. Es wird so spannend. Es kann auch ein Skorpion in dein Leben treten. Wir schauen uns das jetzt im Extended an, lieber Wassermann. Der Link ist hier unten in der Infobox. Drück drauf, du wirst weitergeleitet. Für die, die aussteigen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.